Schönen guten Abend. Wir wollen jetzt eine Grundlage einführen, die wir zur Fehlerkorrektur brauchen. Also wir haben ja zur Fehlerkorrektur schon etwas gemacht, und zwar diese Kodierung 2 aus 3. Und haben wir gesehen, wenn sich da bei einer Übertragung, bei der dreifachen Darstellung eines Datums eines verändert, dann haben wir immer noch zwei, die gut sind, und können somit einen Fehler korrigieren, also einen Fehler, der also eines von den drei betrifft. Ja, das Ganze, das ist in der Geschichte auch erarbeitet worden, mathematisch beschrieben worden, systematisch gemacht worden. Und ja, nach dem Zweiten Weltkrieg ist da ein richtiges Rennen losgegangen, der Kodierung und alles, was halt da rundherum so passiert ist. Und da hat es einen gegeben, das war der Herr Hemming, also Richard Hemming, also vor der Jahrtausendwende ist er dann gestorben, und der hat da ganz entscheidend beigetragen, und ihm sind dann einige dieser Verfahren gewidmet, von ihm entwickelt, und ja, und eine Grundlage. Eine Grundlage, wann die Sachen funktionieren und warum sie funktionieren, beschreibt er da mit diesem Hemming-Abstand. Was ist denn der Hemming-Abstand? Der Hemming-Abstand ist eigentlich der Unterschied zwischen Wörtern. Also wenn etwas ähnlich klingt, dann verhört man sich manchmal. Also vor allem so, wenn so ältere Bachträger oder so, das passiert dann schon, dass sie etwas da nicht genau verstehen, wenn es so ähnlich klingt. Das heißt doch, das ist der Abstand zwischen den Wörtern klein. Und ja, und wenn etwas ganz verschieden ist, dann haben auch die älteren Bachträger keine Probleme damit. Und der Hemming-Abstand, der beschreibt das. Also der Hemming-Abstand beschreibt hier quantitativ, wie groß der Abstand ist. Und der Hemming-Abstand, das ist eben zwischen zwei Wörtern geklärt, oder wie wir da weiter unten sehen, auch als Abstand eines ganzen Codes. Aber beginnen wir mal beim Abstand zwischen zwei Wörtern. Der Hemming-Abstand zwischen zwei Wörtern ist die Anzahl der Zeichen, die sich in den Wörtern unterscheiden. Also die Anzahl der Zeichen, die sich in den Wörtern unterscheiden, es kann mehr oder weniger sein. Wenn wir da mal schauen, und ja, machen wir das ein bisschen größer noch. So, also wenn wir da haben die Maus und das Haus, also zwischen Maus und Haus, wo liegt denn der Unterschied? Also da haben wir das M und dann das Aus, und da haben wir das H und dann das Aus, und das Aus, das ist immer gleich, aber das M und das H, das ist der Unterschied. Also der Unterschied hier ist 1, nur ein Zeichen hat sich verändert, um von Maus zu Haus zu kommen. Und jemand, der das nicht gut hört, der kann der Maus und Haus schon auch mal verwechseln, und das ist doch ein kleiner Unterschied. Und in der Kodierung ist das eben auch, und je ähnlicher die Wörter sind, umso leichter ist es, dass wir eine Verwechslung haben, wenn irgendwo ein Fehler auftritt. Und ja, das geht man oft dann so zeichnen, und da hat man eben so Wörter mit einem bestimmten Abstand. Und da, wenn wir zwei Wörter haben, dann wäre das ein Wort, und das wäre auch ein Wort. Und wenn das da eben die Anzahl der Zeichen ist, die wir dann verändern müssen, um von einem zum anderen zu kommen, dann sei es da 1. Und wenn wir nur ein Zeichen verändern müssen, um von einem Wort zu einem anderen zu kommen, dann haben wir einen Abstand von 1. Und wenn wir dann in einem Code oder in einer Sprache mehrere Wörter haben, und wir haben öfter da so einen Abstand 1, dann sind die immer 1 zu einem anderen, immer dann 1 entfernt. Okay, also da haben wir 1, da haben wir auch 1. Und ja, wie zwischen Maus und Haus,
Wenn der Abstand klein ist, dann reicht es aus, dass sich ein Zeichen verändert und wir haben schon wieder ein gültiges Wort. Und das ist nicht gut. Weil wenn sich da bei der Veränderung eines Zeichens schon wieder ein gültiges Wort findet, dann können wir nicht feststellen, ob das, was wir dann bekommen, ja, richtig ist oder falsch. Gell? Weil beides ist richtig. Maus und Haus, beides sind gültige Wörter. Und ja, so beginnt man dann eben die Redundanz zu verwenden, um den Abstand zwischen den Wörtern zu vergrößern. Das ist das, was man eigentlich mit der Redundanz macht. Gell? Also wenn man da so Wörter hat, gell, dann kann man sagen, okay, die nehmen wir weiter auseinander. Gell? So, so und so. Okay. Ui, jetzt schon. Also das schafft man dann nicht mehr. Gell? Mit einer Veränderung wieder zu einem gültigen Wort zu kommen. Gell? Das heißt, da müssen wir zwei Schritte machen. Und wenn wir da mal schauen, gehen wir das mal anders einfärben da. Nehmen wir das Rote. Mhm. Schön. So. Okay. Machen wir nicht. Nochmal so. So. Also. So. Das heißt, wir haben von einem zum anderen Wort eines haben, das nicht gültig ist, gell? Dann haben wir einen Abstand von 2. Wenn wir jetzt da wieder eines einfügen, da eines her und da noch eines her und da auch eines her, gell? Ups. So, nochmal. Okay. So, dann haben wir hier überall einen Abstand von 2. Also zwischen zwei gültigen Wörtern ist dann eines, das nicht gültig ist. Und verwendet haben wir diese Idee, dass wir zwischen zwei gültigen Wörtern eines haben, das nicht gültig ist, mit der Einführung des Paritätsbits. Also wenn sich dort ein Bit verändert, dann kommen wir immer zu einem ungültigen. Und wenn wir noch ein Bit verändern, ja, dann haben wir wieder ein gültiges, gell? Und das wäre genau diese Situation, gell? Also wenn wir da zwischen den schwarzen Wörtern dann immer ein rotes haben und das rote sei nicht gültig. Also müssen wir was? Wir müssen also zwei Zeichen verändern, um von einem gültigen zu einem nicht gültigen Wort zu kommen, gell? Also das ist das, was der Hamming Abstand ausdrückt. Und der Hamming-Abstand, der gilt zwischen zwei Wörtern, aber das wäre jetzt so eher einschränkend, gell? Der gilt aber auch für eine Sprache oder für einen Code. Gell? Also während der Hamming-Abstand zwischen zwei Wörtern ganz einfach durch Zählen bestimmt werden kann, und da schaut man, wie viele Zeichen man ändern muss, um von einem zum anderen Wort zu kommen, so ist der Hamming-Abstand eines Codes etwas, was über die Gesamtheit was ausdrückt. Und zwar ist der Hamming-Abstand eines Codes oder einer Sprache das Minimum aller Abstände zwischen den verschiedenen Wörtern eines Codes. Starke Aussage. Gell? Das heißt, man muss also den kleinsten Abstand zwischen allen Wörtern einer Sprache suchen. Gell? Und hier haben sie ein Beispiel gemacht. Sie haben eine Sprache definiert, gell, einen Code nennen sie es, und jetzt gehen sie da dieses Minimum suchen, gell, und da schauen sie, aha, zwischen x und y, gell, da ist der Abstand 2, ja, warum? Also x und y, da haben wir eben 0, 0, 1, 0, 0, 1 auch bei y, und dann geht es weiter mit 1, 0 bei x und mit 0, 1 bei y, gell, also müssen wir das vierte und das fünfte Bit verändern, um von einem zum anderen Code zu kommen, oder von einem zum anderen Wort zu kommen. Also das ist der Abstand zwischen x und y. Aber das ist nicht der Abstand der Sprache oder des Codes, weil dann müssen wir zuerst das Minimum suchen. Also müssen wir schauen, gibt es einen kleineren Abstand. Dann schauen wir mal, also zwischen x und z. Also da haben wir 0 bei x, 0 bei z.
Das zweite ist 0 und 1, aha, unterscheidet sich schon. Und dann nochmal 1, 1, 0 bei x und 1, 1, 0 bei z. Ui, hier unterscheidet sich nur das zweite Bit. Also ist der Abstand zwischen x und z ist 1. Ja, und weil die Wörter alle verschieden sind, gell, ist der Abstand immer mindestens 1. Und zugleich ist das dann auch der kleinste Abstand. Und der kleinste Abstand ist der Hamming-Abstand eines gegebenen Codes, gell, oder einer gegebenen Sprache. Okay, also, wir haben den Hamming-Abstand zwischen Wörtern, dort zählen wir die Anzahl der sich zu ändernden Zeichen, damit wir also von einem zum anderen Wort kommen. Und wenn wir jetzt den Hamming-Abstand einer Sprache oder eines Codes berechnen wollen, dann müssen wir den Abstand zwischen allen möglichen Wörtern in dieser Sprache oder in diesem Code bilden. Und der kleinste Abstand ist also der Abstand des Codes. Gell? Warum nimmt man den kleinsten? Gell? Ja, nicht den Durchschnitt. Ja, wir müssen den kleinsten Abstand nehmen, gell? Weil sollte ein Problem auftreten, dass wir von dem einen Wort mit einem, ja, mit diesen Mindestanzahl von Veränderungen zu einem anderen gültigen Wort kommen, dann ist das der blödeste Fall, der reintreten kann, gell, wenn wir hier verschiedene Abstände eben haben, gell. Aber wir müssen den kleinsten Abstand bilden und das ist dann der Hamming-Abstand eines Codes. Ja, schön wäre es ja sagen, gell. Aber was soll denn das alles? Ja, das brauchen wir, um Fehlerkorrektur machen zu können. Also wenn wir einen Abstand haben von 1, dann können wir nichts machen. Können wir keine Fehler erkennen und keine Fehler korrigieren. Haben wir hingegen einen Abstand von 2, dann haben wir die Situation wie bei der Parität. Verändern wir ein Bit oder ein Zeichen weil eines Wortes, dann ist das Wort ein anderes. Und es ist eines, das ungültig ist. Also, wir kommen niemals von einem Schwarzen zu einem anderen Schwarzen, ohne über das Rote zu gehen. Das ist das, was wir hier aussagen. Und ja, also mit Abstand 2 haben wir die Möglichkeit, eine Fehlererkennung zu machen. Ja. Und eine Fehlerkorrektur, wie groß muss dann der Abschnitt? Abstand sein. Muss er größer sein? Weil, wenn wir ein Zeichen verändern und wir kommen zu einem ungültigen Zeichen, was war denn dann der Ursprung? Was war ungültig? Und das ist das Problem. Gell? Also, wenn wir hier jetzt haben, das haben wir auch, ja, den Abstand ja, von einem zum anderen gültigen Wort, gell? Und wenn dazwischen eben hier ein ungültiges ist und wir sind auf diesem ungültigen, ja, woher sind wir gekommen? Das ist die Frage, gell? Was war der Ursprung des Ungültigen? Durch welche Änderung sind wir hierher gekommen? Und wenn wir eben Korrektur machen müssten, dann dürfte man nicht hier in der Mitte stehen und nicht wissen, wohin gehen, gell? Um jetzt eine Korrektur zu machen, müssen wir einen Schritt weitergehen. Wir müssen also nochmal einen größeren Abstand bilden. Und ja, so, vielleicht. So. Ja, das heißt, wir müssen zwischen. Wir müssen zwischen zwei gültigen Wörtern mindestens zwei ungültige haben. Gell? So. So. Okay, wenn wir also diese Situation mit diesen vier Wörtern haben, und wenn wir irgendwo einen Fehler machen, gell, also ja, jemand hustet bei der Übertragung, gell, ha, tschui, boah, brr. So, wenn wir das machen, gell, dann können wir vielleicht ein Zeichen verändern.
Also von einem gültigen Zeichen zu einem ungültigen, gell? Vielleicht hierher. So. Und wenn wir ja vielleicht von anderen noch auch sowas machen, gell? Dann kann es sein, dass wir ja, hier auch, entfernen uns vom Gültigen, kommen zum Ungültigen. Gell? Aber es ist interessant, wenn wir hier zwei Ungültige dazwischen haben, wir müssen also zweimal eine Änderung, ja, es ändert sich dann zwei und wir sind immer noch bei einem Ungültigen, dann könnte man sagen, ups, hier haben wir einen größeren Abstand. Gell? Und den können wir auch dazu verwenden, um Fehler zu korrigieren. Und zwar können wir sagen, alles was im Umfeld eines gültigen Wortes ist, gell, führt zu diesem Wort zurück. Gell. Wir könnten also da, ja, nehmen wir nochmal eine andere Farbe, nehmen wir blau. So. Und wenn wir das jetzt haben, okay, dann nehmen wir nochmal solchen Kreis. So, okay. Und was machen wir jetzt mit dem? Also den müssen wir da. Eigenschaft können wir den zurücklegen. So, okay. Das heißt, wir können jetzt sagen, alles was im Umfeld eines gültigen Wortes ist, führt zu diesem Wort zurück. Und so können wir um die Wörter sagen, was zu diesem Wort eben zurückführt. Und ja, wenn wir das jetzt da so haben, gell, dann sehen wir, aha, alles was hier ein mit weg ist, führt zu diesem gültigen Wort. Dasselbe haben wir hier, gell, alles was also um diesen um dieses gültige Wort dann ist, gell, führt zu dem zurück. Das heißt, ein Bitfehler können wir bei einer solchen Struktur mit Abstand 3, wo wir also zwei ungültige Wörter dazwischen haben, dazu verwenden, um ein Bitfehler zu korrigieren. Gell? Ja, das ist jetzt eigentlich die theoretische Grundlage, um dann auch einen Code zu entwickeln und dann daraus einen Algorithmus, um Fehler von einem Bit in einem Wort zu korrigieren. Gell? Und was ist denn wichtig? Um einen Bitfehler zu korrigieren, brauchen wir einen Hamming-Code, wo der Abstand eben mindestens 3 ist. Gell? Also wir haben jetzt 1, 2, 3 Schritte, um von einem gültigen Wort zu einem anderen zu kommen. Gell? Das ist also der Hamming-Abstand, den wir brauchen, um dann einen korrigierenden, eine korrigierende Codierung zu entwickeln. Okay? Ja, und das werden wir dann als nächstes machen.